Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem weiteren wunderschönen Let's Play. Meiner Reihe Let's Play World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Und wir machen genau dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir spielen natürlich hier weiter unsere Blutelfen Paladinerin. Und das letzte Mal haben wir uns quasi hier gefragt, nachdem wir die Brücke überquert hatten, wo wir denn jetzt hier die Getriebenen finden, beziehungsweise wie es in Silbermond genau zugeht. Denn Silbermond, die Hauptstadt der Blutelfen, lebt gespalten, Leute. Es sind schwierige Zeiten hier auch für die Blutelfen, denn anscheinend ist die linke Hälfte von Silbermond quasi komplett eine Ruine und das wilde City-Leben geht nur auf der rechten Seite ab. Und wir hatten letzte Woche hier noch diese Quest angenommen von der guten Anubinore de la Nar Alarion. Und die meinte halt zu uns, es ist ein hartes Stück Arbeit, eine Kundschafter zwischen der Insel der Sonnenwanderer und dem Falkenplatz zu sein. Knappe Zeitvorgaben, lange Arbeitszeiten und noch schlimmer, der Kaffee schmeckt auch überhaupt nicht. Die Straße im Süden führt durch die Ruinen von Silbermond, ein Ort, an dem es nur so von Getriebenen wimmelt, die darauf warten, euch für ein paar Mana-Kristalle töten zu können. Ich glaube, dieses Schicksal hat unsere letzte Kundschafterin ereilt. Wir hatten sie mit einem von Eronas Päckchen entsandt. Wie ich sehe, brennt ihr bereits darauf, euch beweisen zu können. Reist zum Dämmerweg und sucht nach Spuren unserer Kundschafterin. Okay. Wir müssen also die Kundschafterin ausfindig machen, die sich hier irgendwie verlaufen hat. Beziehungsweise sogar von den Getriebenen gefressen wurde, getötet wurde, keine Ahnung. Und jetzt ist die Frage, gehen wir hier rein in die Ruinen oder gehen wir hier lang? Also ganz ehrlich, ich habe immer so früher die Angewohnheit gehabt, wenn ich mich entscheiden konnte in einem Game, ich bin immer erstmal einen riesigen Umweg gegangen, habe mir erstmal alle unwichtigen Bereiche angeguckt, bevor ich mir dann den Bereich angeschaut habe, wo ich relativ mir sicher war, dass ich da eigentlich hingehen sollte. Und diese Tradition werden wir natürlich weiter fortführen. Deswegen gucken wir uns erstmal hier diesen Pavillon an. Der Sieg ist nahe. Ehre Meister Kelerun. Anubinore de Lanar. Anubinore de Lanar. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Fleckchen Erde. Aber ich glaube, hier werden wir weder eine Kundschafterin noch irgendwelche Getriebenen vorfinden. Von daher gehen wir mal rein in die Ruinen von Silbermond. Ich bin gespannt. Es ist auch schon ruhig geworden hier in Silbermond. Ihr seht es natürlich. Es ist mittlerweile 22.33 Uhr. Da schlafen die meisten Blutelfen bereits. Wir haben. Die müssen natürlich auch alle morgen arbeiten. Deswegen ist es hier alles schon zur Ruhe gekommen. Und nur noch eine einsame, verlassene Kundschafterin wird angetroffen. Oh mein Gott, Leute. Er hat es nicht geschafft. Ja. Die Einstellung ist wieder so ein bisschen weird. Als ob sie noch in ihrem Daumen nuckelt irgendwie, aber gut. Auch da denken wir an der Stelle nicht drüber nach. Sondern wir sind natürlich entsetzt über diesen schrecklichen Akt, über den Mord. Ja, und es sind natürlich mal wieder die Getriebenen, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind. Wir gucken mal. Die Habseligkeiten der Kundschafterin wurden mit Ausnahme eines Pakets allesamt entwendet. Es scheint der Beschreibung zu entsprechen, die euch Alarion von Eronas Päckchen gegeben hat. Ihr nehmt das Päckchen und stellt noch einmal sicher, dass es wirklich von Magistrix Erona stammt. Larion würde es sicherlich gerne entgegennehmen. So.
Tja, die ist nicht weit gekommen. Ich bin jetzt der Meinung, wir müssen zurückgehen, oder? Ja. Gut. Sind wir mal gespannt. Ja, wie Alarion die Nachricht aufnehmen wird, ne? Die wird nicht happy sein wahrscheinlich. Man fragt sich natürlich, warum sie die 10 Meter nicht selber gegangen ist und mal kurz nachgucken konnte, wie es der Dame da so geht, aber mein Gott. Beim Sonnenbrunnen, es ist der dritte Kundschaft, den wir diesen Monat verloren haben. Das nur 10 Meter entfernt. Ich weiß euren Mut zu schätzen, den ihr bei eurer Reise zum Dämmerweg bewiesen habt. Die Wachen müssen diese verdammten Getriebenen besser im Auge behalten. Ja, das denke ich auch. So, wir nehmen erstmal an, lesen dann durch. Haben wir jetzt schon gelernt. So, wir haben hier ein Päckchen bekommen. Bringt Eronas Päckchen zu Gastwirtin Delaniel im Gasthaus beim Falkenplatz im Immersangwald. Der Tod eines weiteren Kundschafters ist eine wahre Tragödie. Aber es ist ein Risiko, was wir alle in Kauf nehmen, wenn wir einen Auftrag annehmen. Magistrix Erona beim Sonnenturm möchte, dass dieses Päckchen schnellstmöglich zum Gasthaus beim Falkenplatz geliefert wird. Wir haben nur noch wenige Leute und niemand könnte jetzt für uns einspringen. Ich möchte euch nichts vormachen. Ihr habt selbst gesehen, wie gefährlich die Straße zum Falkenplatz sein kann, sobald man vom Dämmerweg abkommt. Fühlt ihr euch bereit für diese Aufgabe, die Fallerina? Sollten wir hinbekommen. Sollten wir tatsächlich gerade noch so hinbekommen. So, wir sollen also zu Gastwirtin Delaniel im Gasthaus beim Falkenplatz gehen. Okay. Keine Ahnung, wo der Falkenplatz sein soll, ehrlich gesagt. Wir gehen mal hier oben lang und hoffen einfach, dass die Getriebenen keinen Bock auf uns haben, würde ich sagen. Hallo. Moin. Sinu Amanure. Hallo. Das muss man sagen, ist so ein bisschen schade manchmal an WoW, ne? Ist so diese, die Mobdichte ist manchmal so ein bisschen, ne? Also man hätte vielleicht noch so die ein oder andere so ein Passing machen müssen, dass die so hier so rüber wandern auch. Ein bisschen zu safe manchmal gefühlt, finde ich. Von den Gebieten so. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach Startgebiet. Man will sicher gehen, dass die Leute nicht frustriert werden und hier irgendwie an jeder Stelle verrecken, ne? Weil man muss sich ja überlegen, vom Game Design her, man entwickelt ja solche Bereiche auch in Anbetracht dessen, dass hier einige Spieler quasi anfangen und noch nie vorher in irgendeinem MMO drin waren. Noch nie in WoW drin waren. Und nicht für irgendwelche Gestörten wie uns, die ganze Geschichte hier seit 15 Jahren mittlerweile machen. Das vergisst man natürlich dann auch immer schnell an der Stelle. So, bevor wir irgendwas annehmen, Leute, will ich erst mit Delaniel sprechen, ja? Sorry, ja, aber vorher mache ich gar nichts, ja. Alles hat seinen Preis. Das stimmt. Vielen Dank, ich weiß eure prompte Lieferung sehr zu schätzen. Wo ihr schon mal da seid, könnt ihr es euch auch gleich gemütlich machen. Ich habe einige Ruhesteine im Angebot, falls ihr noch keine erworben habt. Ich hätte tatsächlich schon einen, aber danke. Der Ruhestein wird dazu verwendet, um euch an dieses Gasthaus zu binden und euch bei Bedarf schnell dorthin zurück zu teleportieren. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr euren Ruhestein mal verlieren solltet. Hört einfach zu einem Gastwirt eurer Wahl zurück und er wird euch mit Freuden einen neuen Stein zur Verfügung stellen. Ja. Alles klaro? Dann würde ich sagen, nehmen wir noch, was nehmen wir denn? Ja, ein bisschen Wasser noch mit. Lebt wohl. Weltweise. Für den machen wir noch mal hier unseren Heimatort. Anubinare Delanar. So, was gibt's denn heute? Fisch mit Cupcakes. Interessante Kombi. Ja, sehr, sehr lecker alles hier. Wunderschön. Hier gibt's Steak mit Butter Toast.
Okay, so. Ist hier willkommen. Er ist auf die Frage, ob ich es auch Berufe mit dem Charm mache. A new Belore Delenar. A new Belore Delenar. Bewahrt euren Stolz. Ehre den Sindorei. Nee, ich glaube, Berufe machen wir jetzt erstmal nicht. Guten Tag, die Dame. Ich habe einzigartige Waren. Ja, aber nichts zu trinken. An der Haltet Bar. Den Kurs. Trödelt das war's nicht. Komplett. Zeit was komplett, Sherry. Komplett. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Weltweise. Tuch- und Lederhändler. Alles hat seinen Preis. Das habe ich auch mal so gefragt. Warum hat man nicht zum Beispiel so eine Händler relevanter gemacht im Spiel? Ne? Ich meine, die verkaufen ja wirklich durchgehend nur Scheiße eigentlich. Ne? Seid oder, für alles also, die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Die ewige Sonne. Das sind alles so Dinge, leiten. Die man sich manchmal fragt. Unsere Feinde werden fallen. Was ist euer Begehr? Oh, auch sehr, sehr schön gemacht. Was ist hier. Euer Begehr? Kann man sich gar nicht vorstellen, aber das muss ja quasi die ganzen Gegenstände hat irgendein Game Designer an die Stelle hingelegt, wo sie sind, ne? Echt crazy eigentlich. Ich hätte sich gedacht, okay, ich steche einfach mal hier so ein Schwert in die Melone rein. Hier kocht noch ein bisschen, was macht der hier? Wir kochen einfach irgendwie Pilze oder so. Unter Kristallfeuer. Okay. Trödelt nicht. Ja, brauchen wir alles nicht eigentlich. Jorel Aran. Hallo Benaro, Delenar. Auch sehr, also das ist einfach Geländer hier, ne? Von der Optik her, Leute. Es ist halt einfach auch das schwebenden Kristalle hier. Ach ja, also Blutelfen-Startgebiet könnte ich wirklich. Könnte ich für immer bleiben. Wenn ich mich irgendwo in WoW zur Ruhe setzen würde, dann wahrscheinlich hier. So. Immerhin den Gefangenen, Getriebenen. Wenn ihr nicht sprecht, bekommt ihr gar nichts. Abschaum. Der Sieg ist nahe. Ich war auch immer so gefeiert, dieses Schwert da hier, ne? Auch eigentlich traurig, dass es so eine Waffe nie gab im Spiel irgendwie, ne? Und manche Game-Design-Entscheidungen unsere Feinde werden fallen. Werde ich auch nie verstehen. Selama Asholanore, Ehre den Sindorai. Na gut. So, Päckchen haben wir überliefert. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal. Wir sprechen erstmal mit Magister Jaronis. Ja. Ich denke, macht am meisten Sinn. Der hat hier einfach die Hosen an. Bleibt wachsam. So. Und wir gehen rein. Sammelt 6 Arkankerne von den Arkanpatrouillen, die ihr in den Ruinen, die in den Ruinen von Silbermond umherschreiben. Die haben wir schon gesehen eben. Die Arkan-Patrouillen, eins von unseren Vorvätern, zum Schutze dieser Stadt erschaffen. Okay, die waren also mal gut, so eine Art, die waren mal freundlich. Befinden sich in einem gefährlichen Zustand des Verfalls. Sie erkennen uns nicht länger als ihre Herren. Okay, und greifen uns ohne Vorwarnung an. Also eigentlich kann man sagen, die haben so ein bisschen auch, ehrlich gesagt, die Kontrolle hier verloren, ne, über die ganze Geschichte. Was ist da los, Leute? Obwohl sie schon vor Jahrzehnten konstruiert wurden, sind die Arkankerne, die sie antreiben, für uns immer noch von großem Wert. Ich möchte, dass ihr einige dieser Kerne sammelt und sie mir bringt, damit wir sie anderweitig sinnvoll einsetzen können. Ihr findet die Patrouillen im zerstörten Teil von Silbermond im Nordwesten. Okay. Ja, das, die haben wir eben schon gesehen hier, glaube ich. Ne? Da so. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal andere Gedöns an. Anubanaro de Lanar. Gesucht. Teles der Mana-Durstige. Hiermit ist die Stadt Silbermond eine Belohnung auf den Kopf von Teles dem Mana-Durstigen aus. Einem
notorischen Aufwiegler und Redelsführer getriebener Blutelfen. Ihm werden verschiedene Verbrechen gegen die Einwohner von Silbermond zur Last gelegt, einschließlich der Ermordung zweier Stadtwachen. Okay, na gut, das ist natürlich keine Lappalie. Meldet euch bei Unteroffizier Kanren, um die Belohnung zu erhalten. Gut, das sollte kein Problem sein. Ehre den Zindorai. Wir nehmen auch hier wieder an. Was habe ich jetzt angenommen? Ja. Eine Gruppe Getriebener hat kürzlich einen Vorrat instabiler Mana-Kristalle aus einem unserer arkanen Sankten gestohlen. Okay. Also die drehen richtig auf hier, ne? Wenn man mit den Kristallen nicht umzugehen vermag, können sie mit einer Kraft explodieren, die ausreicht, um ein Loch in die Stadtmauern zu reißen. Nun, die Phylarina, mir kann es egal sein, ob sich diese Narren beim Einverleiben instabiler arkaner Quellen selbst in die Luft sprengen. Doch ein solcher Vorfall würde meine Männer schlecht dastehen lassen. Bringt mir alle verbliebenen Kristalle, die ihr finden könnt. Wahrscheinlich lagern sie immer noch in ihren ursprünglichen Kisten. Okay. Anaria Shola. Anaria Shola. Ja. Wir brauchen wieder Dex leider, um hier Upgrades zu bekommen. Nachher. Der Tag der Einde werden fallen. Müssen wir noch ein wenig leveln. So, warte mal, haben wir alles angenommen? Ja. Also, wir müssen die Mana-Kristalle besorgen. Die geklaut worden. Wir müssen die Arkan-Patrouillen umklatschen. Und dann müssen wir noch Taelis finden. Hier wird aber nicht gesagt, wo der sich befindet. Auch interessant. Also hier ist jetzt die erste Quest, glaube ich, bin ich der Meinung, wo wir keine Info darüber bekommen, wo sich der Map befindet. Also ich würde ein bisschen davon ausgegangen, dass man einfach, denke ich mal, wenn man hier herumstreift, dann die entsprechenden Quests erledigt, dass man dann quasi den Mob findet. Gucken wir mal. So. Die erste Kiste haben wir schon mal gefunden. Stirb, du ekelhafte Kreatur. Nein, die umzingeln mich! Oh je! Ja. Das ist ja echt crazy, ne? Dass man echt nach 15 Jahren immer noch dieses eine Spiel spielt, oder? Manchmal frage ich mich auch so, an welchem Punkt habe ich eigentlich die falsche Abfahrt genommen, dass ich noch Ausfahrt, dass ich nach 15 Jahren immer noch in WoW ein Charakterlevel, aber ja, vielleicht hat Blizzard ja bei all der Kritik in den vergangenen Jahren trotzdem so overall betrachtet einfach einiges richtig gemacht mit dem Spiel, ne? Kann man irgendwie nicht so wirklich leugnen. Oh, was haben wir jetzt hier für eine Statue? Und geil gemacht, ne? Aber leider gar nicht wirklich. Moment. Aber die Kamera. Haben wir da nochmal die Kameraentfernung? Ist schon maximal. Ich glaube, man kann sie mit einem Ingame-Befehl noch weiter wegmachen, aber den kenne ich leider gerade nicht auswendig. Der wäre schön. Guck mal.
So diese... Ja, ist halt auch, ne, so verschoben schon. Halt eine Ruine, auch trotzdem geil gemacht, ey. Man kann den Ruhm vergangener Tage erahnen. So, die Frage ist doch, wo ist dieser Teles? Teles, wo ist der Typ? Ich würde einfach mal vermuten, der hatte sich doch bestimmt hier... Ja, hat er sich gemütlich gemacht, ne? Habe ich mir schon gedacht, dass der hier irgendwie beim Feuer chillt. Bin ich einfach hier der WoW-Kenner? Ich weiß schon, wo die Viecher hier abgammeln, ne? So, Teles, gucken wir mal. Okay, direkt rumgehüpft, dumm. Und geaddet. Ah. Und natürlich wird auch hier das Terrain abused. Und gefailt, weil der Mob resettet. Perfekt. Oh. Oh mein Gott, wir machen ja die Hardcore-Challenge noch, ne? Wäre gerade fast verreckt. Das ist mir gerade aufgefallen. Scheiße. Ah, wir machen ja die Hardcore-Challenge auch noch. Okay, das war knapp. Ja, habe ich auch so ein bisschen gar nicht mehr erwähnt gefühlt, ne? Ich hätte auf jeden Fall Level-Up machen sollen, bevor ich hier reingehe. Das war gerade... ja, moin. Grüße gehen raus an der Stelle. An alle Hardcore-Spieler da draußen. Die es auch nicht bis Level 10 geschafft haben bei ihrem ersten Try. Nee, aber wir haben es ja nochmal gerettet, aber ja, ja, hatte ich völlig. Habe ich auch gar nicht mehr erwähnt in den, im letzten Let's Play auch nicht. Naja, aber ich will das auch ehrlich gesagt nicht so an die große Glocke hängen, dass ich hier so eine kleine Hardcore-Challenge mache. Ich habe es auch gar nicht in den Titel reingeschrieben, weil dann kommen wieder irgendwelche Leute an. Es ist doch gar kein richtiges Hardcore. Ich muss doch dann so ein Addern und so eine Regeln und. Ja, habe ich keinen Bock drauf, auf die Scheiße. Deswegen schreibe ich auch nicht irgendwie den Titel rein oder so. Und einfach für uns so ein bisschen Fun-Hardcore. Wir versuchen nicht zu sterben. Wenn ich sterbe, dann werde ich mir was überlegen. Aber ja, also an der Stelle quasi nochmal ein bisschen mehr chillen. Es geht auch darum, nicht zu sterben. Genau. Hatte ich gerade tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Was ich das ja machen wollte, ey. Stimmt. So, jetzt brauchen wir noch die Arkan-Viecher hier. Ich muss vielleicht noch Mittagessen machen, Leute. Hab schon wieder so viel gearbeitet. Weil ich mich direkt an die Let's Plays gemacht habe, hab noch gar nicht Mittag gegessen, ey. Wir haben schon 22:30. Gute Nacht, ey. Eieieiei. So, jetzt brauchen wir noch 5 von den Arkankernen. Vorhin haben wir so viele von den Viechern gesehen. Ist immer so, ne? Wenn man die dann sucht, oder wenn man sie braucht, dann findet man die nicht mehr. Okay, doch, hier ist eine. Ja, okay, hier sind dann doch einige. Moin. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger sein hier. Gerade vor allem auch, weil ich jetzt auch kein Paladin Pro bin. Ne, mit irgendwie einer Klasse, die ich gut spielen kann oder wo ich mich auskenne, ist es halt eine Sache, aber wenn man das auch noch nicht so wirklich einschätzen kann, wie viel Schaden macht man, wenn ich mich zum Beispiel hier hochhealen will gegen einen Mob, wie lange dauert das, bis man da diesen Knockback überwunden hat, wie viel healt Holy Light und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, wovon ich keine Ahnung habe. Und daher...
Immer mit der Ruhe angehen. So, moin. Servus, moin. Was ist mit dem Gurkensohn? Kennt ihr noch Gurkensohn? Macht er immer noch YouTube? Der Typ war auch so völlig verloren, ne? Aber er hat unterhalten. Kann man ihm nicht abschreiben. Okay, so, wir haben zwei Mobs am Arsch. Mal gucken. Schöner Crit an der Stelle. Da sollte kein Problem sein. Ja, diese Viecher treffen wir immer mal wieder in den Outlands halt, ne? Immer, wo wir mit den Seeren dann am Ende in Berührung kommen. Auch Netherstorm rennen die rum, da bei den Mana-Schmieden und so. Die trifft man immer mal wieder an. Und auch übrigens, wenn Sunwell kommt, Insel von Keldanas, genau, so hier oben. Da wird ja dann das Sonnenbrunnenplateau freigeschaltet, wird ja dann der letzte Raid von Burning Crusade. Sieht das ähnlich auch aus, so, ne? Also wie hier. Auch mal gespannt drauf. Ja, das wird mir jetzt gerade erst klar, dass quasi der Sonnenbrunnen in Sunwell drin ist. Kann euch aber jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht sagen, warum die Blutelfen da nicht rankommen oder wie die Lore da ist oder warum da. Ach so, weil da dann Pearl Jaden ja drin hockt, ne? Könnte das die Lore sein? Dass Pearl Jaden, auch dieses Verderbnis hier vielleicht schon ein bisschen. Kann das damit zusammenhängen, dass der das verderbt irgendwie? Und deswegen dann durch den Sonnenbrunnen in die Welt hier kommt oder keine Ahnung. Mal schauen, was wir hier alles noch so herausfinden werden. Bisherigen Infos sind ja eigentlich nur, alles ist verderbt und zügelt eure Gier nach Mana. Also der Kernpunkt bisher. Brauchen wir denn noch? Aber wir haben schon alle. Völlig braindead hier schon wieder, ne? Nicht mal. Ah, okay. Ja. Einiges an Mana. Holy life! Alright. Dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zu den netten Herrschaften beim Faltenplatz. Ich muss auch unbedingt mal zum Paladin-Lehrer gleich. Und ich habe mir übrigens auch noch nicht ein einziges Mal, auch nicht im kompletten letzten Let's Play auch nicht, Segen der Macht gegeben. Perfekt. Wunderschön. Ja, perfekt, Mensch. Das ist natürlich, ja. Den einzigen Buff, den ich habe, habe ich mir nicht gegeben. Läuft. Marco, läuft. Sehr gut. So, wir sind wieder an einem Brunnen angekommen. Brunnen müssen bestiegen werden. Aber hier kommen wir gar nicht erst drauf. Oh, sehr, sehr schöne Optik hier gerade, ne? Ich glaube, da mache ich mir gerade mal einen Screenshot. Ah, scheiß Maus. Da weg. Mal.
So, wunderschön. Also ich habe das geliebt früher wirklich, ne? Wenn ich nachts noch unterwegs war irgendwie und um 12 oder 1 Uhr nach Hause gekommen bin und dann mich in WoW reingechillt habe. Einfach ein bisschen gelevelt oder gefarmt oder das war echt... War echt eine schöne Zeit früher, muss man schon so sagen. Ich glaube, das ist auch so eins der Hauptgründe, warum man dieses Spiel auch immer noch irgendwie gerne spielt oder warum man es halt mit schönen Gedanken verbindet, weil man einfach... Ja, es war also in der Jugend, ne, wo man auch... Jugend prägt einen ungemein. Wo man irgendwelche Probleme hatte oder sich Sorgen gemacht hat oder was auch immer, hat man sich ein Stück weit ins Spiel geflüchtet. Das war schon immer auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum wir so gerne WoW gespielt haben. So. Ja. Ihr habt euch gut geschlagen, die Fallerina. Solange die Arkanen Sankten nicht vollständig einsatzbereit sind, werden sich diese Kraftkerne als sehr nützlich erweisen. Perfekt. Nehmen wir nochmal den Ledergürtel. Und wir bekommen direkt eine Follow. Lieferung. Oh Moment, wir nehmen es wieder an. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Da bin ich mir sicher. Lieferung an das Sanktum des Nordens. Es freut mich, dass ihr euch zumindest in gewissen Hinsichten als fähig erweist, die Fight Arena. Ich gebe euch eine weitere Aufgabe, da ihr so begierig scheint, euch beweisen zu wollen. Dies ist ein Brief für Leibewahrer Kaidanis, der Arkanist, der für die Aufrechterhaltung des Sanktums des Nordens verantwortlich ist. Geht vom Feigenplatz Richtung Südwesten und ihr werdet ihn finden. Er ist eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich hoffe also, dass ihr ihn nicht mit zu belanglosem Geschwätz belästigt. Nein, natürlich nicht. Gottes Willen. Alles gut. So. Anu Belode Delana. So, wir hätten hier einmal einen Kopf. Diesen Halunken Thales hat endlich sein gerechtes Schicksal ereilt. Gute Arbeit, die Fallerina. Damit sollten wir einige Zeit lang Ruhe vor den Getriebenen haben. Für den Sonnenbrunnen. Das denke ich nämlich auch. Unsere Feinde werden. Das denke ich nämlich auch. So. Und Nase juckt nochmal zum Ende. Perfekt. Für den Sonnenbrunnen. Was habe ich jetzt gerade angenommen hier? Mein Gott. Thanassische Eindringlinge. Also, abgesehen von der konstanten Bedrohung durch die Getriebenen, befasse ich mich auch mit den zahlreichen Berichten über angebliche Nachtelfensichtungen. Okay. Was haben jetzt Nachtelfen damit zu tun hier? Hä? Wissen die gerade nicht, dass es Nachtelfen hier gibt oder wie? Obwohl viele dieser Sichtungen frei erfunden sind, gibt es doch einen Vorfall, der weiterer Untersuchungen bedarf. Das Sanktum des Westens, eine unserer primären Energiequellen, hatte eine massive Fehlfunktion und Gerüchte, eine thanassische Sabotageaktion, ja, der Grund dafür machen die Runden. Achso, die Elfen machen sich hier jetzt schon gegenseitig das Leben schwer, oder wie? Okay. Begibt euch dorthin und kümmert euch um jeden, der verdächtig aussieht. Meldet euch bei Leibewahrerin Elania, sie überwacht das Sanktum. Okay, wir machen mal. Der Sieg ist nahe. Vorher. Unsere Feinde werden fallen. Der Sieg ist nahe. Müsste ich einmal hier. Anubelore Delana. Anubelore Delana. So, Paladin-Lehrerin. So, Holy Light, Rank. Seid für alles bereit. 2. Machen wir Ryan. Ehre den Sindorei. So, Siegel des Kreuzfahrers. Muss ich mal gucken, was ist hier der Unterschied? Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Andere Siegel, oder wie? Was ist da der Unterschied? Erfüllte Paladin 30 Sekunden lang mit Heiligem Geist, der jedem Nahkampfangriff
zusätzlichen Heiligschadenhöhe von 10 verleiht. Okay, also hier macht jeder Angriff garantiert 10 mehr Damage. Und bei Entfesselungen bekommt der Gegner 24 Schaden. So. Erfüllt den Paladin 30 Sekunden lang, ist es gleich lang, naja. Mit dem Geist eines Kreuzfahrers und verleiht 36 Nahkampfangriffskraft. Außerdem greift der Paladin um 40% schneller an. Ah, okay. Verursacht jedoch bei jedem Angriff weniger Schaden. Okay. Kann immer nur jeweils ein Siegel auf dem Paladin aktiv sein. Heißt das, das Siegel macht Sinn, dass man das öfter erneuert, weil der Schaden runtergeht, oder wie? Die Entfesselung der Energie dieses Siegels richtet einen Feind 20 Sekunden lang und erhöht den erlittenen Heiligschaden um bis zu 23. Ah. Ach so. Okay. Eure Nahkampfangriffe frischen die Dauer dieses Siegels auf. Dann immer nur ein Richterteil pro Paladin. Ah, okay. Das heißt, im Gegensatz zu dem ersten, wo einfach nur Damage einmalig zugefügt wird, wenn man Richturteil macht, wird hier auch noch ein Debuff verteilt auf dem Gegner. Okay. Scheint dann doch deutlich stärker zu sein. Sieht doch geiler aus, der Effekt. Oder, würde ich sagen. Auch nicht schlecht, aber so ein bisschen geiler aus. Ne? Gut, und dann noch göttlicher Schutz. Ich glaube, das ist quasi die Bubble schon, oder? Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist die Bubble. Wir nehmen es mal an. Tod allen Widersachern. Schützt 6 Sekunden lang vor allen körperlichen Angriffen und Zaubern. Allerdings kann man dabei weder angreifen noch körperliche Fähigkeiten einsetzen. Einmal geschützt kann man eine Minute lang nicht erneut. Durch Gottesschild, göttlicher Schutz oder... Ich glaube, es ist kein Gottesschild, ne? Gottesschild ist wirklich erst Gottesschild. Wir machen es mal an, ich guck mal. Doch, das Gottesschild anscheinend, ne? Doch, die Bubble. Okay. Ja, kann ich schon verstehen, warum viele Leute gerne Paladin spielen. Irgendwie schon irgendwie cool, ne? Wenn man eine Bubble hat. So ein Scheißegal-Button. Die Gilde No Guild. Nee, du, danke, gerade nicht. Oh, warte mal, nee, die brauchen wir, glaube ich, noch. Ja. Aber irgendwie, Healer haben mich nie wirklich gereizt. Also ich weiß auch nicht, irgendwie einen Healer. Allein so diese Vorstellung, dass ich irgendwo in der Open World rumrenne. Und wenn mich irgendeiner irgendwie angreift, dass ich dann irgendwie ein Healer bin und Zeit ist Gold. Mich einfach nur tot healen kann oder ihn tot healen kann, irgendwie so eine Art. Und das dann irgendwie 100 Jahre dauern würde, dass ich ihn nicht einfach umklatschen kann wie mit einem DD, war für mich immer der Hauptgrund, warum ich nie im Leben einen Healer als Main-Char gespielt hätte. Ich weiß nicht, das war irgendwie... Hätte ich nie im Leben gemacht, wirklich. So. Heißt zum Sanktum des Westens, südwestlich vom Falkenplatz. So, warte mal. Südwestlich dahin, oder wie? Ah, okay. Und Sanktum des Nordens geht vom Falkenplatz Richtung Südwesten. Und ihr werdet ihn finden. Auf der Süd. Okay, also hier beides unten, okay. Gut. Das heißt. Wir müssen. Wir verlassen hier die Ruinen von Silbermond. Wo wir nicht lange drin waren, muss man sagen. Und. Wir beschreiten den Immersangwald. Und ich meine da hinten. Ja, mit diesen leichten astrologischen Noten. Sehen wir auch schon das Sanktum Nordens tatsächlich, ja. Aber an der Stelle, meine lieben Freunde, und ich habe unfassbar viel Hunger, ich will jetzt erstmal Mittagessen machen, machen wir Ende im Gelände. Es war mir wieder eine Freude. Ja, ich hoffe, es war für euch auch die Möglichkeit, ein bisschen zu entspannen, dem Alltag zu entfliehen und gemeinsam mit mir hier ein bisschen das Blutelfengebiet zu erkunden. Ja, das nächste Mal geht es dann wirklich
los im Marangwald. Ich bin gespannt, was wir hier noch so alles entdecken werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, Leute, lasst mir gerne einen Kommentar da, ja. Scheiß mal auf Abos und auf Likes. Am wichtigsten sind, oder am schönsten für mich sind immer die Kommentare. Von daher, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anmerkungen, wenn euch etwas aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und das nächste Let's Play wird genau an der Stelle weitergehen, Leute. Ich logge mich genau hier aus, ja. Von daher, ciao, ciao, euer Defiler. Tschüss.